Hallo meine lieben Freunde, zurück bei Let's Play Pokémon Feuerrot. Wie versprochen versuchen wir Arktos noch einmal zu fangen. Diesmal habe ich mir vielleicht eine bessere Idee ausgedacht. Ja! Yay! Hallo Arkti... ich habe die Maus im Bild. Sorry. Ist mir jetzt gerade eben erst aufgefallen. So, Martin, Schockwelle. Barnes! Diesmal werde ich dich fangen, Baby. Arktos setzt Agilität ein. Finde ich nicht sympathisch, da deine Initiative stark steigt. Dreh dich. Mega. Initiative steigt weiterhin. Wir setzen Schockwelle ein. Barnes. So. Wir können auf jeden Fall noch einmal Schockwelle einsetzen, wenn wir bockig sind. Oh, Eisstrahl. Autsch. Das tut weh. Lass mein Martin in Ruhe. Volltreffer. nächstes Pokémon, jawohl, setzen wir einfach mal, weil wir es können, Susi ein. Mit hoher Initiative. Da die Initiative höher ist, nein, leider nicht. Weil wir können zumindest mal ein bisschen was reinsetzen und noch ein bisschen was abziehen hier. Auch wenn es nicht sehr viel sein wird mit Aeroas, nicht wirklich. Setzen wir aber noch ein, zweimal Eisstrahl. Autsch! Wobei, Eisstrahl kann man, glaube ich, nur fünfmal einsetzen. Zweimal schon eingesetzt, heißt, dreimal kannst du nur noch Eisstrahl einsetzen. Sympathisch. Ist sympathisch. So, Aquila. Denn ich brauche Jackie X bis zum Schluss. Definitiv. Ja, setzt du ruhig mal Weißnebel weiterhin ein. Wir setzen dann Biss ein. Willensleser. Arktos zielt auf Aquila. Aquila setzt Biss ein. Jawohl, können wir auf jeden Fall noch einmal einsetzen. Eisstrahl, mach was du willst, Baby. Du hast schon dreimal eingesetzt. Geht nur noch zweimal. Das heißt, es rockt ganz gut die Bude hier. So, Biss. Ja. Ich will es eigentlich nicht nochmal einsetzen hier. Kommt jetzt auf jeden Fall mal chasen. Denn eine Aquaknarre dürfte noch gut gehen, auf jeden Fall hier. Eine Aquaknarre soll uns glatt gehen. Ja, Weißnebel kannst du nicht einsetzen, Baby. Weißnebel lässt nach. Aquaknarre. Ja, mach Agilität so oft du willst. Ich habe nämlich einen Plan. Ich kann nämlich, dass wir Arktos vielleicht fangen. Nur vielleicht. Jawohl. Jetzt darf Jackie X ran an die Sache. Denn Jackie X hat noch Schlafpulver drauf. Schlafpulver. Da macht ruhig Agilität. Kann nicht mal erhöht werden. Ich hoffe, dass du jetzt keinen Eisstrahl einsetzt. Dann bin ich nicht zufrieden. Willensleser, wenn du willst. Aber jetzt komme ich mit Schlafpuder. Jawohl. Und es funktioniert. Arktos ist eingeschlafen, hat höchstens noch 3 KP übrig. Puh, Hyperball. Es sollte eigentlich eventuell funktionieren. Ein Muss! Direkt befreit! What the hell? Doch echt Verarsche für Anfänger. Komm schon! Menschenskinner, es pennt doch schon. Eins. Alter Arktos, penn weiter! Komm schon. Wenn ich Hyperbälle keine mehr habe, muss ich auf Pokéball umgehen. Boah, verdammte Scheiße! Arktos pennt immer noch! Ja, super! Bringt mir nicht viel, wenn das blöde Pokémon nicht in Ball bleibt! Setz mir Pokéball ein, ach du Scheiße! Eins. So, Alter Arktos, zumindest pennst die ganze Zeit, das ist doch sympathisch. Aber jetzt hopp, funktioniert doch endlich mal. Pokéball, los! Ah, kacke, gleich wieder befreit. Arktos ist auf. Scheiße. Arktos ist wieder wach! Sehr unsympathisch. Nein, nochmal. Schlafpuder. Shake X, Schlafpuder. Naja, mach du Agilität so oft du willst, Baby. Geht eh nicht. Schlafpuder. Nein, Attacke Gegner neben. Shake X! Verlass mich nicht! Verdammt, ich will doch bloß endlich Arktos haben. Wenn mir schon Zapdos durch die Lappen gegangen ist. Komm schon. Jawohl, Schlafpuder funktioniert. Puh. Arktos ist eingepennt. So. Hyperball haben wir noch 2 Stück. Oh, scheiße. Ich glaube, das wird nichts. 1, 2, 3. Nein! Wegen einer Sekunde, oh Baby. Mann, ey, das gibt's doch nicht. Komm schon, bitte. 1. Nein.
verdammt. Hab ich nur noch Pokebälle. Scheiße. Meisterball ganz sicherlich nicht, den brauche ich später noch. Pokéball, los! Das ist die Phase für Anfänger. Eins, zwei. Mist, das war knapp. Arctus pennt immer noch vor sich hin. Schlaf, Arctis, schlaf. Der Sebi hüt die Schaf. La 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 eins. Verdammte Scheiße! Naja, schläft immer noch. Mein Gesang hat gebracht. So. Weißnebel lässt nach, alles klar. Komm schon, noch 5 Pokébälle habe ich. Bitte. Verdammt. Arctus ist wieder wach. Arctus ist wieder wach. Verdammt. Auf wach zu werden. Schlaf, Bruder. Oh Gott, das könnte ich jetzt die ganze Zeit so weitermachen, nicht? Alter, das hat wirklich nicht mehr viel. Minimalstens an KP. Das gibt's doch echt nicht. Das ist doch. Oh. Kann auch keine Attacke momentan mehr einsetzen, weil sonst ist es. Können wir sagen, ist es hinüber. Und ein drittes Mal versuche ich es ganz ehrlich gesagt nicht. Wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Ah Gott. Das heißt, mir setze ich noch irgendeine schwache Attacke ein, die ich habe. Konfusion. Mal gucken. Ich glaub's ja eher nicht. Das wird es nicht überleben. Nein, leider nicht. Ich habe mein Bestes gegeben, aber selbst mit Schlafpuder, es hat nicht funktioniert. Von daher, sorry Leute, wir haben das zweite Legendäre uns durch die Lappen gehen lassen. Plus Reloxo. Hat leider nicht geklappt. Wir haben noch Lavados vor der Brust und ein Legendäres fangen wir auf jeden Fall ja noch in dem Let's Play. Von daher, auf Route 20 zurückkehren, Schaufler einsetzen. Ab ins Pokémon Center. Denn mit der Seeschauminsel sind wir durch. Pokémon, Susi, kann sie überhaupt noch Fliegen einsetzen, wenn es tot ist? Ja, mal schon. Ja, so. Und zwar erstmal nach Fuchsania. Und dann von Fuchsania nach Alabastia, von Alabastia zur Zinnoberinsel. Und dort haben wir eh noch ein bisschen was mit Feuer zu tun. So, warum gehe ich jetzt da lang? Bin ich voll durch. Ich bin voll traurig wegen Arctus. Echt, das ist eine Katastrophe. Das regt mich wohl auf. Selbst mit Schlafpulver und Puder und minimalstens KP. Und das Viech lebt trotzdem weiter. Und das ist doch scheiße. Echt, entweder habe ich momentan einfach kein Glück dabei oder ich bin zu blöd dafür oder egal. Naja. So. Pokémon Susi fliegen nach Alabastia, unsere Heimatstadt. Fly on the wings of Susi. Wunderbar. Und wir setzen hier unten einen Surfer ein. Ja, wir setzen einen Surfer ein. Und auf geht's. Schutz wirkt nicht mehr. Ah, okay. Gut zu wissen. Ja, was kommt denn jetzt Schönes auf uns zu? Ein Zentara auf Level 9. Och, super. Jetzt habe ich alle Bälle verstreut. Leck mich. Dann gibt's demnächst wieder einen Fangpart. Jetzt habe ich gerade echt jetzt. Jetzt bin ich so demotiviert für das Ganze. Das ist jetzt. Bin auch für Kämpfe gerade total demotiviert. Ich will einfach nur zur Sinnoh-Insel. Einfach nur noch zur Zinnoberinsel. Echt, das ist. Echt, so frustriert war ich noch nicht mehr. Hopp, guck woanders hin. Danke. Nein, was drehst du dich im letzten Moment um? Ich habe alle meine Pokémon auf See gefangen. Ja, super für dich. Nicht. Ein Pokémon, Starmie von Petro. Wir kommen mit Martin um die Ecke. Das dürfte für Martin eigentlich kein Problem sein. Donnerschlag. Gesundheit da hinten. Und zack, das ist sehr effektiv. Starmie wurde besiegt, wir halten 1641 Erfahrungspunkte und Petro ist weg. Platsch. Das ist ja Kapador, was du danach machst, egal. So, Zinnoberinsel ist, glaube ich, nicht mehr weit, jo. Herzlich willkommen auf der Zinnoberinsel. Mit der außergewöhnlichen Musik. Ich glaube, diese Musik gibt es nur auf der Zinnoberinsel hier in dem Spiel. Die Tür ist verschlossen. Warum? Mann, wir kommen nicht in die Arena rein. Total bescheuert. Wobei, Teilen brauche ich eigentlich nicht momentan. Brauche ich nicht. Ich glaube, wir brauchen einen Türöffner für das Ganze, soweit ich mich erinnere. So, aber jetzt will ich erstmal kaufen. So. Leber könnte ich eventuell mitnehmen. Leber, Hyperbälle nehme ich mit. Ich nehme Leber mit. Na, so viel jetzt auch wieder nicht. Nehmen wir mal
6 Stück mit. Dankeschön. Topschutz nehme ich auch ein paar mit. 11 Stück mal. Das Geld Hammer zum Rauswerfen. So, und Hyperbälle, so viel wie geht. A24 geht klar. Die nehme ich mit. So. Nee, sonst kannst du nichts mehr für mich tun, Baby. Raus hier. So. Was ist das Schönes eigentlich? Pokémon-Labor. Ein Laborchen. Geil. Was gibt's denn hier Schönes? Wir forschen hier Pokémon. Wir stellen auf Gutachten über seltene Pokémon. Ja, schön für dich. Ich habe ein seltenes Pokémon mir durch den Lappen gehen lassen. Da, 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 da. So. Na, hier sitzen nur ein paar Freaks rum. Ich habe auf dem Mondberg ein seltsames Fossil gefunden. Ich denke, es stammt von einem Urzeit-Pokémon. Okay. Ich glaube, hier kann man sogar Urzeit-Pokémon zum Leben erwachen lassen. Tack, tack, tack. Ich kann einem Pokémon eine tolle Attacke beibringen. Die Attacke heißt Metronom. Nein. Hätte ich jetzt Togepi oder sowas, okay, aber nein. Komm her. Evoli kann sich zu einem von drei verschiedenen Pokémon entwickeln. Lügner! Lügner! Es sind noch viel mehr. Deutlich mehr. Egal. So, hier war das, glaube ich. Was bist denn du? Was bist denn du für einer? Ich suche nach Ponita. Tausche es gegen Europe? Nö. Ich habe kein Ponita. Vielleicht später. Hallo, ich leite hier die Forschung. Wir erforschen Fossilien und Urzeit-Pokémon. Hast du ein Fossil für mich? Ja, das Domfossil. Oh, das ist ein Domfossil. Es ist ein Fossil von Kabuto. Ein sehr lang ausgestorbenes Pokémon. Dank moderner Technik können wir Fossilien zu Pokémon verwandeln. Machen wir doch gerne. Gib schnell, damit fortfahren kann. Domfossil abgegeben. Es wird einige Zeit dauern. Ah, komm schon einfach später wieder. Machen wir. Dann haben wir ein Kabutolein. Aber das kommt ja sowieso nicht ins Team. So. Aber auf der Box wird es sich mit den anderen sehr gut verstehen, hoffe ich. So. Da-da-da-da-da-da-da. Als nächstes müssen wir... Ja, ich weiß, die Tür ist verschlossen. Müssen wir hier durch. Zinnobeißel, die Stadt brennender Leidenschaft. So, hier in diesem Haus ist es nicht angenehm. Und hier gibt es sehr viele Indizien auf ein legendäres Pokémon. Oh, Vulcano, geil. Hammer war schon. Auf ein legendäres Pokémon namens Mew und Mewtwo. Denn, soweit ich weiß, hängt das so ein bisschen mit dem ersten Pokémon-Film zusammen, dieses Haus. Hier sollen, glaube ich, die, wie könnte man sagen... die Forschungen an Mewtwo stattgefunden haben, soweit ich das weiß. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Indizien. Hier gibt es auf jeden Fall überall solche Blätter verstreut, die man lesen kann. Dort steht einiges darüber geschrieben. Und Smogon! Ah ja, die Furzkugel haben wir ja auch nicht im Team, beziehungsweise noch nicht gefangen. Jo, nichts dagegen. Durchbruch! Barnes! Nicht effektiv, jo. Genauso wie ich wollte. Bam, 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 es mockt mich ein, furzt mich an, ey, lass das. Und ich bin vergiftet, ey, sehr nett von dir. Nämlich gar nicht, du Parasit, du. So, Schockwelle. Vielleicht überlebt's ja, vielleicht überlebt's ja nicht, aber wenn's überlebt, fange ich mir jetzt noch einen Smogon. Nein, überlebt nicht, verdammt. Hätte ich mir doch denken können. Egal. So, jetzt haben wir erstmal ein giftiges Pokémon. So, das heißt. Hyperheiler. Für Martin. Gut, so. Aber ich gucke zwischendurch auf die Uhr. Eine Minute haben wir noch etwa. Vielleicht fangen wir noch ein interessantes Pokémon. Ratfratz. Ernsthaft? Honey schon. Ciao. Smogon, jawohl, mein Freund. Dich wollte ich doch gerade eben fangen, du Stinkkugel. Schockwelle. Vielleicht überlebst du es diesmal. Wäre zumindest mal sehr sympathisch. Nö. Also keine Schockwelle gegen Smogon. Alles klar. Gut. Nee, dann werde ich den Part jetzt hier auch beenden, meine lieben Leute. Ich gucke ein bisschen aus dem Fenster raus. Okay, jetzt taucht doch noch ein Pokémon auf in letzter Sekunde. Vulcano haben wir schon. Wir haben sogar schon Arcani. Hey. So. Ja. Tschüss. So. Guck hier aus dem Fenster raus. Wenn dir das Video gefallen hat, einen Daumen hoch, meine lieben Freunde. Man sieht sich im nächsten Part von Let's Play Pokémon Feuerrot wieder. Von daher, bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal, euer Sebi. Ciao.